Wenn dir ein Label jetzt sagt, kein Interesse, weil das Ding hat keinen Erfolg, dann ist es eine Batsche. Du warst ambitionierter Producer, du warst DJ und auf einmal ging es ab hier mit Sony, Ultra Music. Wie hat sich das angefühlt? Wie war das? Es gibt ja viele Leute, die Musik machen um des Geldes willen oder um Fame willen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht auf lange Sicht wirkt. Wie kriegst du das hin, dass du, obwohl du einen normalen Job hast, trotzdem noch so viel Musik produzierst? Leidenschaft. Wie viele Stunden in der Woche ungefähr sitzt du an deiner DAW? Also ich sage jetzt mal täglich eine Stunde. Warum interessiert dich das eigentlich, ob andere das hören oder nicht? Weil es Spaß macht. Aha. Es entsteht Freude, weil es ist ja nichts anderes. Es ist einfach Musik. Aber ja, du hast eigentlich jetzt gerade schon was Spannendes angesprochen, nämlich dass du gesagt hast, ja, wir können ja über alles sprechen. Egal, ob es DJing oder Producing ist. Ja. Und das finde ich ja bei dir ganz spannend. Ich habe dich ja kennengelernt oder beziehungsweise über dich gestolpert über TikTok als DJR oder genau. DJR. Ich weiß nicht, DJR, ja, DJR wahrscheinlich. DJR ist richtig, ja, das englische R. Genau. Und dann habe ich gesehen, na Moment, der DJR, der ist ja nicht nur DJ, der ist ja auch Producer. Und ja. Wie ist denn das bei dir gewesen? Wie hängt das zusammen? Wie kam das bei dir? Erzähl mal kurz. Also ich habe mich als Kind schon immer für Musik begeistert. Hab dann irgendwann mal auch mit 12, 13 angefangen, so Keyboard-Unterricht zu nehmen, was ich jetzt leider nicht akkurat verfolgt habe. Als ich dann irgendwann mal auf MTV ein Video gesehen habe von Gangstar, die haben einen DJ, der heißt DJ Premier. Und ich dachte mir, Alter, wie geil ist das denn? Ist DJ Premier von Gangstar? Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist der DJ-Produzent von Gangstar. Ach, witzig. Das ist mir jetzt neu. Ich kenne natürlich beides, aber ich wusste nicht, dass... Ja, witzig, okay. Aha. Ja, genau. Und er hat auch die ganzen Konsorten um Gangster herum produziert, wie Jero the Damager und solche Geschichten. Genau. Und das fand ich ziemlich cool und habe mir dann von meinem ersten Lehrlingsgehalt meinen ersten Technik 1210er gekauft und habe dann nach meiner Lehre, also nach, wenn ich fertig war mit Arbeitstag, bin ich dann noch am Freitag und am Wochenende in die Plattenläden gegangen und habe gestöbert, gekramt. Und das ist dann, ja, zu einer kleinen Sucht geworden. Also es war einfach. In welcher Zeit sprechen wir gerade? Wann war das ungefähr? Also, das war Anfang der 90er. 90, 91, 92. Ja, da wow, okay. Da gab es noch keinen Pioneer, soweit ich weiß. Da habe ich so von Konrad so ein altes Mischpult noch gekauft. Wirklich völlig rudimentär. Aber dann kam irgendwann mal der zweite Plattenspieler und dann ging es so mit Mixen und Übergängen üben. Und dann dachte ich mir irgendwie, aber solche Beats machen wäre auch geil. Ja. Wann war das ungefähr? Wie viele Jahre hat das gedauert? 2-3 Jahre. 2-3 Jahre nur? Ja, also okay, cool. 2018 habe ich angefangen, mir das erste Equipment zu holen. Also dann war wirklich noch Equipment. Also das war wirklich analog ohne Ende. Was war dein erstes Equipment-Piece, dein erstes Gear? Ein Alesis Synthi, ein Allen & Heath Mischpult und mein erster Power Mac. Oh, okay, alles klar. Du bist direkt schon mit Power Mac. Blau, die Äpfel noch bunt, da gab es noch Soundkarten mit Cinch-Anschlüssen. Das ist wirklich so. Da waren die Äpfel noch bunt, genau. Und dann mein erstes Logic, das war damals eigentlich recht frisch rausgekommen. Da war das echt noch mit Disketten und Dongle und. Wow, seitdem habe ich Logic bis heute, Du bist bis heute Logic-User auch. Ja. Also war damals ja eine deutsche Firma und dann ist sie halt vor ein paar Jahren von Apple übernommen worden. Aber Logic für mich bis heute der Favorit. Ja, cool. Und du bist ja wahrscheinlich einfach, wenn du das seit 94 oder irgendwas quasi machst, dann also seit 30 Jahren, alter Falter. Auflegen 35 Jahre und produzieren so 30 Jahre, Ja, das heißt dann, also 30 Jahre Logic, dann kennst du das Ding in- und auswendig, ne? Dann willst du natürlich auch nicht wechseln in irgendeiner Form. Nein, in- und auswendig ehrlich gesagt nicht, weil immer wieder nach jedem Update und was anderes kommt und das Ding ist mittlerweile so groß geworden und so vielfältig. Also wirklich in- und auswendig nicht. Ich kenne vieles, aber alles, was du brauchst halt dann, Ja, genau. Ja. Okay, cool. Das heißt, dann bist du dann zu Logic und zu den eigenen Beats gekommen. Mhm. Wie ist denn das für dich? Oder anders, wann hast du es dann geschafft, ich habe so angefangen zu spielen und auszuprobieren,
zu deinem ersten fertigen Song sozusagen? Wie lange hat das so gedauert? Also, ich sag jetzt mal ein Jahr ungefähr. Okay, super. Genau. Und das heißt, wenn du jetzt heute, oder hast du mal heute deinen ersten Song von damals gehört? Ich habe die Sachen nicht mehr, ehrlich gesagt. Das waren DAB-Kassetten. Und ich hatte mal einen Umzug, wo leider ein bisschen was verloren gegangen ist. Und ein paar DAT-Kassetten haben sich dann entmagnetisiert. Die hätte ich früher digitalisieren müssen. Aber ja. Ich kann mich noch an die Leute erinnern, mit denen ich gearbeitet habe. Das war sogar deutscher Hip-Hop aus München. Und cool. Ich kann mich noch ungefähr an die Beats erinnern. Aber haben tue ich nichts mehr aus der Zeit. Nee. Ah, schade. Okay. Ja. Wer waren so die Crews? Also ich kenne jetzt nur Blumentopf aus München, aber wer waren die Crews, mit denen du jetzt gearbeitet hast? Das war wirklich undergroundig, die hießen Legacy. Teils habe ich noch ein bisschen Kontakt über Facebook, nicht intensiv, aber mal so ein Hallo und so ein bisschen gucken, wer was macht. Hatten auch so ein paar Auftritte, also ich habe wirklich mein Studio-Mischpult mit ins Backstage geschleppt und dann die Mikros da so ein bisschen abgemischt und die DAT-Rekorder mitgenommen und alles eingespielt. Das war wirklich... Ach, geil. Wirklich alles viel analog und viel Zeug zum Rumschleppen. Da haben wir also ein paar Auftritte gehabt. Und dann gab es noch einen, der hat wirklich einen krassen Stil gehabt. Das war so ein bisschen vermischt mit so asiatischen Elementen. Und da hätten wir auch fast einen Deal gekriegt bei einem Major. Aber irgendwie hat er sich wegentschieden. Ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist. Auf jeden Fall ist es nichts geworden. Gerade für ihn auch, also weil für ihn wäre es auch eine große Chance gewesen als Artist. Was dann aber aus ihm geworden ist, weiß ich gar nicht mehr, weil danach haben wir uns irgendwie verlaufen. Okay, alles klar. Ja ich fragte deswegen, weil wenn ich so Sachen anhöre, so die ersten Songs, die ich so produziert habe, ne, das ist ja einfach, das ist ja schon einfach eine andere Welt gewesen damals, so irgendwie, ne? Ja. Also so ich weiß noch, der allererste Song, den ich gemacht habe, da war ich im Jugendzentrum bei uns im Dorf, in dem ich groß geworden bin, weil die hatten im Jugendzentrum, hatten die halt einen Sampler, so, und einen Sampler zu haben, allein schon, der hat ja tausende von Mark gekostet, so irgendwie, das konnte man ja als normaler Jugendlicher, wenn man jetzt keine Ausbildung gemacht hat und dann ein Ausbildungsgehalt hatte, so, da konnte man sich das halt ja nicht leisten. Und, das war schon echt witzig, weil das war halt natürlich auch Jugendzentrum-Style. So, ne? Da kommt halt so eine Kartoffel wie ich irgendwie dann dahin und will halt so seine Techno-Musik produzieren. Und dann wird er natürlich von den breiten Jungs erstmal so ein bisschen geprüft, so irgendwie, ne? So, Walla, was willst denn du hier so irgendwie? Ne? Wir machen hier harten Hip-Hop und so. So, ja, ich finde halt, mach halt andere Mucke. Und, aber weil wir halt irgendwie die Mucke hatten und dann darüber irgendwie uns einig waren, war das halt auch cool. So, irgendwie. Mhm. Wir waren dann halt auch irgendwie Buddies. Das hat mir dann später auf dem Schulhof auch ab und zu mal den Allerwertesten gerettet. Weil dann war so, hey, lass den mal in Ruhe, der ist cool. So, ah ja, okay, alles klar. Aber das waren schon einfach Zeiten. Und dann sitzt du da vor diesem Sampler und dann hast du halt, dann ist dann noch irgendwo, fliegt so ein Sozialarbeiter in dem Jugendzentrum rum, der mal auch irgendwas mit dem Ding gemacht hat. Aber eigentlich hat ja keiner wirklich einen Peil, wie das Ding funktioniert halt. Ne? Ja. So, und dann fängst du halt dann da an, mit, das war Cubase dann irgendwie, also halt so mit Cubase MIDI, das dann den Sampler zu steuern. Und aber wir haben es tatsächlich dann geschafft, auch irgendwie so Mucke aus dem Ding rauszuholen. Aber es war natürlich grauenhaft. So. Du warst ja froh, wenn es mal Tucci, Tucci, Tucci gemacht hat irgendwie. Und das ist schon echt abgefahren, wenn man mit Leuten spricht, die das jetzt lange machen, so wie du, dann mal zu überlegen, ja, und heute ist es halt, heute beschweren sich die Leute, wenn es nach einem halben Jahr nicht so klingt wie bei ihren Vorbildern so irgendwie, ne? Das ist schon Wahnsinn. Deswegen finde ich es immer spannend, wenn Leute erzählen. Was ist der letzte Song oder der älteste Song, an den du dich quasi, den du noch hast? Weil du hast jetzt ein paar Sachen verloren. Das waren alle. Das waren vier oder fünf DAT-Kassetten, wo das alles drauf war. Oh je. Also, ja, aber und wann, ab wann, und dann gab es dann eine Pause oder was? Oder gab es dann, ab wann ist dein Backkatalog wieder aktuell geworden dann? Ich glaube, mit dem Beginn von Twist, das war so ein elektronisches Projekt, 2017, 2016, habe ich nicht im Kopf. Seitdem habe ich wieder Musik. Okay. Ich habe immer welche gemacht.
Ja. Ich habe mich auch viel im Bereich einfach Remixen ausprobiert, also Songs von anderen. Das fand ich immer faszinierend, neu zu gestalten, also neue Visionen mitzuteilen, wie ein Song sonst klingen könnte, als wie das Original. Da habe ich dann auch viel so Sachen gemacht, aber so Releases-mäßig, so ab 2017 wieder. Cool. Ja. Okay, das heißt, dann gab es eine längere Pause und dann hast du angefangen, weiter zu releasen. Genau. Sehr, sehr, und das ja auch wirklich sehr erfolgreich, ne? Also hinter dir hängen deine Million Streams Awards und dein Spotify-Account ist sehr voll und aktiv. Und du hast aber auch auf Labels released? Ja, habe ich auch, ja. Erzähl mal, wie war das? Wie bist du, also weil das ist einfach so eine Frage, die ich einfach sehr häufig von meinen Besten, also von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, höre, ist so dieses, ja, die wollen immer wissen, wie sind Leute an ihren ersten Release bei einem Label gekommen? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie war denn das bei dir? Erinnerst du dich noch dran? Also, ich muss wirklich sagen, Netzwerken ist das A und O. Mhm. Leute kennenlernen, mit denen schreiben. Ja. Und dann halt versuchen, also damals war es natürlich noch an die offiziellen Demo-E-Mails von den Labels zu schicken und habe dann schnell rausgekriegt, dass das einfach schwierig ist, da ein bisschen Gehör zu kriegen. Und dann habe ich angefangen. Wer ist der A&R dort? Wer kennt wen wohin? Was wäre der richtige Ansprechperson? Wie könnte die E-Mail lauten? Wie lauten die anderen E-Mails? Und dann habe ich mich ein bisschen ausprobiert, recherchiert, geguckt. Also das Recherchieren ist wirklich so eines der wichtigsten Themen gewesen. Und so habe ich dann wirklich E-Mails von A&Rs direkt rausgefunden und habe das denen dann geschickt. Und dann kam, sage ich mal, zu 80% eine kurze Antwort. Entweder ja, ist cool oder ist nichts für uns. Ja, geil. Mhm. Ja. Aber es kam eine Antwort im Vergleich zu andersrum, wo du bei mindestens 80%, wenn nicht mehr, gar keine Antwort kriegst. Gar keine Antwort, genau. Und oder ist auch nie angekommen aufgrund von deren E-Mail-Accounts, Server. Ja. 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 Genau. Okay, das heißt, weißt du noch, welches Label das war? Dein erster Release auf einem Label, das jetzt nicht, also nicht in Selbst-Release quasi war? Lass mich schnell überlegen. Also Major war... Muss gar nicht Major sein. Achso, das war ein Schweizer Label. Wie hießen die denn? Mhm. Habe ich leider nicht im Kopf. Müsste ich gucken. War ein Schweizer Label. Die viel so Deep und Vocal House gemacht haben, so ein bisschen. Ach, cool. Okay. Genau. Ist der Track auf Spotify? Ich habe deine Page gerade offen, wenn du willst. Müsste auf Spotify sein unter Tryst, also T-R-Y-S-T. Aha, guck mal da, da ist ja noch, da finde ich ja jetzt hier noch andere. Ja, ja, das war I-S-T. Genau, Tryst. Und da bin ich mit dem Kollegen drauf zu sehen, da sind wir zu zweit vom Cover her. Jetzt findet der zu viele andere Tristans und so. Kannst du mir noch einen Songtitel oder so geben? Genau, Leben war das erste, also wie das deutsche Leben, das hat ein guter Freund von uns gesungen, der heute sehr erfolgreich Melodic Techno macht. Das war das Label. Ich glaube, dann habe ich dich falsch geschrieben. T-R-I-S-T, so wie Trist. T-R-Y-S-T. Ah, deswegen kommen die ganzen Tristans. Jawohl, genau, jetzt habe ich dich. Indiana Towns hieß das Label, genau. Indiana Jones hieß das Label. Ah, super. Indiana Tones, also nicht... Indiana Tones. Genau, wie Töne, ja. Indiana Tones. Okay, cool. Also dein erster Release auf Indiana Tones, da hast du den A&R rausgefunden oder wie kam der? Das war jetzt die normale Demo-Mail. Da haben wir ein paar Wochen gewartet. Dann habe ich wieder hingeschrieben und so weiter und dann kam da was zustande. Wow, cool. Genau. Und wann war das? Weißt du das noch? Müsste drunter stehen. Pass auf. Das war 2015. 2015, cool, alles klar. Genau. Und verrückt, dann, auch schon 10 Jahre her. Ja, ja, ja. Und dann ging es da weiter so ein bisschen mit einem Armada-Sampler und ein paar andere. Und dann kamen die ersten, dieses Forget Me Nuts war dann über Sony Ultra Music. Also da gingen dann so ein bisschen die größeren Sachen los. Leben hat dann auch mal einen Platz auf einen Universal-Sampler gekriegt. Das war irgendwie... so Berlin House oder wie das hieß, habe ich nicht mehr gehört. Ja. Ja, ab da ging es dann so ein bisschen aktiver los. Sau cool. Forget Me Nuts, 2 Millionen Streams auch. Wow. Ja. Das ist ganz gut gegangen, ja. Mega geil. Mhm. Und
Wie war das damals? Denn damals warst du ja jetzt wahrscheinlich, du warst ambitionierter Producer, du warst DJ und auf einmal ging's ab hier mit Sony, Ultra Music, auf irgendwelchen Armada-Samplern und so. Ja. Erzähl mal, wie hat sich das angefühlt? Wie war das? Das war ziemlich cool und das war das Bedürfnis, da diese Linie zu halten. Dann mit der falschen Intention auch dementsprechend zu produzieren und zu komponieren. Das heißt, du hast deine Art zu produzieren geändert aufgrund von ein bisschen geändert, weil die Labels gesagt haben, wir würden noch einen Vertrag mit Option machen. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Single mit der Option, die nächsten 3 Titel auch von dir zu nehmen, wenn das uns gefällt. Und dann hast du natürlich so ein bisschen, dann schauen wir mal, dass wir das auch so in die Richtung machen. Ja. Und vielleicht auch wieder so ein bisschen alte Version auffrischen. Haben dann auch mal eine Remix für einen wirklich bekannten Künstler gemacht, wo sie dann aber gesagt haben, nicht so unseres. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen, weil nicht das entstanden ist, was die wollten. Ja. Und mir dann aufgefallen ist, es auch nicht das entstanden ist, was ich eigentlich so wollte. Also man hat sich so ein bisschen Scheuklappen aufgesetzt, um eine Linie zu gehen, um jemanden glücklich zu machen, nämlich das Label, und nicht sich selbst. Also wir waren verpflichtet, aber es war großes Interesse daran, das halt weiter zu halten. Na klar. Dann habe ich so ein bisschen selbst verloren und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich wäre das Ding gar nicht so geworden. Ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Ja. Genau. Und wie ging es dann weiter? Wir haben dann noch ein paar Titel zusammen gemacht und haben uns dann auch untereinander ein bisschen entfernt, was Ideen und Vision betrifft. Ja. Und dann gesagt, okay, jetzt geht einfach jeder seinen eigenen Weg. Weil war halt ein bisschen schwierig, weil jeder hat so seine Vision gehabt und wir haben uns da eigentlich immer ganz gut geeinigt in allem, aber irgendwann war es dann so, dass man gar keinen Weg mehr zusammengefunden hat. Wo man sagt, ich komponiere jetzt was und der andere sagt, nee, ist überhaupt nicht. Und dann denkst du dir, du sitzt jetzt da tagelang dran an einem schönen Stück, für dich schön, und der andere sagt, nö. Und dann hat man halt gesagt, okay, dann hast du auch keinen Zweck mehr, weil das soll ja Spaß machen. Also das ist für mich bis heute auch seit der Erfahrung immer noch der erste Punkt. Spaß. Ja. Spaß und Freude. Und wenn das der Hauptpunkt ist, dann kommt der Rest irgendwann von alleine. Also dann ist mir das auch wurscht. Würde ich definitiv als ganz wichtig unterschreiben. Und wie kam die Freude und der Spaß wieder zurück für dich? Was hast du gemacht? Ich habe einfach für mich machen können, was ich wollte. Und das hat mich... Und was hast du dann gemacht? Ich habe zum Beispiel 2020 mein erstes eigenes Album rausgebracht und ich habe mich ja dann auch entschlossen, einfach jede Musikrichtung zu machen, weil sich nur auf eine Richtung zu beschränken, finde ich total schade, weil die Welt der Musik ist so breit und so groß und so schön und hat so viele Facetten. Warum soll ich jetzt nur elektronisch machen oder nur Hip-Hop? Warum kann ich nicht Hip-Hop mit elektronischen Elementen und einem Cello mischen und eine Geige reinklatschen? Und also, das ist einfach so breit, so groß. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Album, wo das Intro einfach nur ein Klassikstück ist, was du für einen Film benutzen könntest. Dann mache ich noch eine R&B-Soul-Version, dann mache ich noch eine Reggaeton-Nummer. Ich habe einfach gemacht, worauf ich Bock hatte. Cool. Das fand ich ist einfach nicht nur eine tolle Erfahrung, sondern auch erfüllend. Also für mich war es einfach erfüllend. Und so mache ich es bis heute. Absolut, ne? Ja. Sehr geil. Jetzt weiß ich genau, wenn einige Leute das hören und sagen, ja, ich meine, hat er ja schon recht. Die Musikwelt ist ja super breit und ich würde eigentlich auch gerne andere Musik machen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Wo hast denn du die Skills dir hergeholt? Wie hast denn du das geschafft, dich überhaupt so breit aufstellen zu können? Das ist ja schon ungewöhnlich für viele Producer. Ja, also ich habe mir halt viele andere Sachen angehört. Also ich bin auch so ein Film-Nerd, wie man sieht, so ein bisschen Science-Fiction, Star Wars. Da kommt dann natürlich auch ein Hans Zimmer rein mit Interstellar und Inception und alles, was so ein bisschen Science-Fiction ist, Batman, ja. Das sind einfach ikonische Sounds, die, wenn ich gehört habe, habe ich Gänsehaut gehabt und gedacht, mit einem Song zu vermischen oder ein Beat noch draufzulegen,
der aber dem gerecht wird. Mhm. Und plump klingt, ja. Also es gibt Sachen zum Beispiel, die würde ich nie remixen, weil sie niemals an das rankommen, was es eigentlich ist. Und habe mich darin halt einfach ausprobiert, habe geübt, habe hingehört, wie das klingt, ob das cool ist oder nicht. Und ja, habe dann halt durch Trist elektronisch gelernt. Ich bin von Kind auf Hip-Hopper, R&B, Soul, Funk, Jazzy, Bluesy, ist alles mit dabei. Und dann auch die klassischen Elemente, habe mich dann mit den Plugins auseinandergesetzt, mit Betreibern wie Spitfire Audio, die sehr viel für die klassische Film- und Musikwelt machen. Und ja, ich habe halt von Native über Spitfire, über Chöre, ich habe einfach alles im Rechner und habe mir dann halt angeeignet, damit umzugehen. Das inzwischen entsprechende Equipment besorgt, dass man zum Beispiel eine Cello oder eine Geige langsam reinfährt und wieder runternimmt, also die ganze Dynamik. Ja, so habe ich mich halt gespielt und halt mittlerweile halt viel oder oft immer klassische Elemente mit einbauen. Also ich habe ja auf Soundcloud zum Beispiel so Remixes von Sachen gemacht, wo es Contests gab, mir aber das wurscht war, ob man mal da gewinnt oder nicht. Ich hatte einfach Bock drauf, weil es mir gefallen hat. Die Vocals waren schön oder die Melodien. Hab das einfach genommen, umgeschrieben und neu komponiert. Sehr, sehr cool. Ja. Hast du irgendeine Ausbildung oder irgendwelche Kurse oder irgendwas gemacht in dieser Richtung? Also alles komplett selbst? Ich habe mal den Toningenieur bei der SAE gemacht vor 25 Jahren. Das ging so ein Jahr lang, da hat man so ein bisschen Erfahrung mit Audiotechnik, Mikrofonie, die ganzen Ohm-Geschichten, also wirklich in die Tiefe. Aber ein bisschen war was dabei, ich sage jetzt mal 90% selbst. Wow, ja. Ich kann auch keine Noten lesen, ich spiele alles nach Gehör. Wow, okay, alles klar. Ja. Und du kannst keine Noten lesen, weil wenn sie auf Notenlinien stehen, aber du kannst sie in der DAW, ja, weißt du genau, wo du sie hinsetzt. Ich kann sie hinsetzen, aber ich setze nie was. Ich spiele immer alles selbst ein. Du spielst immer alles ein, okay. Genau. Ja, alles klar. Quantisieren, klar. Mhm. Ich setze mal auf die Eins oder schiebe sie irgendwo hin. Aber einspielen tue ich alles selber. Also ich verschiebe keine Töne, um Melodien zu erzeugen, sondern ich spiele wirklich alles selber ein. Ja. Da ist natürlich auch noch eine gewisse Hip-Hop-Mentality da irgendwie drin. Ja. Ja. Also da kommt halt Leben in die Butze, ne? Ja. Das macht schon Sinn, in meiner Erfahrung nach. Wenn wir jetzt so über Plugins sprechen, einfach, was sind denn so deine, oder anders gefragt, was ist so ein Geheimtrick oder eine Geheimwaffe von dir, von der du glaubst, dass die kaum ein anderer verwendet? Ich glaube, die gibt es gar nicht. Es ist einfach nur das richtige Einsetzen eines Plugins. Also du kannst ja jeden Ton, keine Ahnung, 20, 30-fach verändern, verschieben, verdrehen. Also das ist unendlich. Also selbst wenn du die kleinste Library von Native hast, ist das der Wahnsinn. Und jetzt, also klar, genau das kannst du. Und was machst du? Also du, Resat, du, DJR quasi. Was ist so ein Geheimtrick, Geheimwaffe, die so typisch du bist? Die vielleicht kein anderer macht? Meine Frau sagt immer gerne, ich klimper gerne. Erzähl mal. Also klimpern ist immer wieder Töne kurz anspielen und dann eine Melodiefolge damit. Also es ist kein La-La, sondern es ist immer da-da-da-da-da-da-da. Also das ist so ein bisschen, sie sagt immer, wenn ich ihr was vorspiele, sage ich vorher nicht, ob es von mir ist oder von irgendeinem anderen Künstler, um ihre Meinung zu hören oder wie sie einen Song findet, dann sagt sie, ja, das ist wieder typisch deins. Ja, also manchmal auch vielleicht zu viel. Also Kritik ist mir immer ganz wichtig, weil man immer einen anderen Blick auch von anderen Menschen kriegt und manchmal Dinge nicht sieht, die man oder nicht hört, die einem dann nicht bewusst sind. Aber das ist so, wo sie sagt, das ist so typisch dein Geklimper. Ja, alles klar, das ist die eigene Handschrift. Also, ja, genau. Das heißt, aber nicht unbewusst, das ist das Witzige. Also viele suchen ja ein Markenzeichen oder setzen am Anfang ihrer Songs, wie viele Hip-Hopper, kurz mal ihren Namen an, bevor das Lied losgeht. Bei mir ist es einfach so entstanden. Sehr, sehr cool. Ja. Also finde auch den eigenen, den Signature-Sound, den muss man finden, den kann man nicht suchen. Ja. Ja. Sehr cool. Das heißt, dein Geheimtipp ist, oder dein typisch DJR ist Geklimper.
Geklimmt. Also auf der Arrangement, also auf der Programming-Ebene sozusagen, gar nicht auf der, ich habe so diesen typischen Sound, der immer in jedem Song drin ist, sondern die Art und Weise, wie ich Dinge spiele. Genau, das entsteht einfach beim Komponieren, beim Einspielen, passiert es einfach, ist völlig unbewusst, weil es mich immer wieder so dahin leitet und fasziniert und dann denke ich mir manchmal, okay, jetzt schmeißen wir das Ding weg, suchen wir nochmal anders, dass es nicht nach Geklimper klingt. Und, nein, ich will ja auch Neues kennenlernen oder mich ausprobieren. Das ist ja auch immer ein bisschen experimentieren. Funktioniert manchmal, aber ansonsten ist, wie in vielen Dingen, meistens die erste Idee die beste Idee. Ja, häufig ist das, erlebe ich das auch so, ja. Jetzt sind wir beim Producing die ganze Zeit quasi gewesen, aber parallel warst du auch DJ. Genau. Was würdest du sagen, welche Vorteile hattest du als Producer, weil du DJ warst? Mhm. Und welche Vorteile hattest du als DJ, weil du Producer warst? Mhm. Also man konnte natürlich als DJ Sachen ausprobieren in Clubs, um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Das war früher richtig gut. Heute ist es kritisch, was der Bub nicht kennt. Das akzeptiert er nicht oder nimmt er nicht an. Und kommen halt dann mit ihren Spotify oder TikTok-Listen auf dem Handy daher. Aber unabhängig davon hatte man wirklich die Gelegenheit, mal einen Titel auszuprobieren, zu gucken, wie reagiert die Menge. Als Producer habe ich mich nie davon beeinflussen lassen. Ich finde es als Komponist und Produzent immer ganz wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und seinen Emotionen einfach freien Lauf zu sein, weil desto authentischer du bist, desto besser kommt es beim Zuhörer an. Der merkt das einfach. Egal, ob es die Musik ist oder ob es auch ein Auftritt ist. Es gibt ja viele Leute, die Musik machen um des Geldes willen oder um Fame willen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht auf lange Sicht wirkt und dass das irgendwann mal bröckelt und irgendwann mal jemand merkt und sagt, hey, das ist eigentlich gar nicht so, wie er ist. Und das war für mich immer wichtig, so wie ich privat auch bin, also ich sage jetzt mal zum Großteil, als Mensch, das auch als Musiker zu leben. Und ob ich jetzt irgendwo im Stream bin oder in einem Club, so wie ich irgendwo in der Öffentlichkeit bin, so bin ich auch privat. Und ich finde, dass es immer ganz wichtig ist für die Menschen zu sehen, hey, das ist ein ehrlicher, offener, authentischer Typ. Darauf habe ich Bock, da weiß ich, woran ich bin. Und dann gibt es ja die, die eben nicht so sind und im Hintergrund irgendwie ganz furchtbare Menschen sind. Und man sich denkt, hä? Von dem habe ich irgendwie Musik gehört oder so und keine Ahnung, der verprügelt seine Frau. Ja, also banales Beispiel. Die gibt es auch andersrum, witzigerweise. Ja. Es gibt auch Leute, die sind nach außen hin Arschlöcher und sind privat echt total nett. So. Ja, da hast du recht, das gibt's auch, ja. Richtig, ja. Genau. Aber das heißt, bei dir ist Authentizität einfach super, super wichtig. Ja. Klar. Und trotzdem nochmal die Frage, weil das hat ja, das widerspricht sich ja in meinen Augen gar nicht. Was glaubst du, welche Vorteile hattest du als Producer, dass du DJ warst? Hm. Was hast du als DJ mitgenommen? Also klar, du könntest die Songs ausprobieren, das war andersrum. Dann frage ich nochmal, was mir fehlt ist, welche Vorteile hattest du als DJ, dass du Producer warst? Ja, also bis auf das... Klar, du hattest eigene Remixe, ne? So, genau, also bis auf das Ausprobieren oder Testen von Songs und gucken, wie ein Publikum reagiert, habe ich jetzt keine Vorteile festgestellt. Oder für mich spannend, interessant. Ja, weil also was ich häufig höre, ne, ist dann sowas wie, dadurch, dass ich halt Producing mache, konnte ich besser mixen, ne? Weil ich wusste halt, wie die Songs aufgebaut sind, aus welchen Einzelelementen die bestehen. Ich habe ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie Intros und Outros miteinander harmonieren. Ich hatte ein besseres Verständnis bekommen für Harmonielehre und was jetzt irgendwie Harmonic Mixing angeht. Das sind ja einfach so Sachen, die ja viele Leute als Vorteil sehen und die ja total dein DJing positiv beeinflussen können. Und es ist ja spannend, dass dir für dich das jetzt erstmal gar nicht so offensichtlich war, ne? Überhaupt gar nicht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich zuerst beim Auflegen angefangen habe. Also das hat ja immer so ein bisschen ein gewisses Gefühl für Musik und Rhythmik gefordert. Und ich habe mir einfach das von Anfang an selbst ein bisschen beigebracht. Wo setze ich den Übergang an? Also Das heißt, du hast eigentlich schon sehr viel Producing-Hausaufgaben gemacht als DJ.
Genau, ich habe eigentlich erstmal DJ-Hausaufgaben gemacht mit Beatmatching, ja, mit Gucken, mit Scratching. Das war für mich das Erste und irgendwann geht das in die DNA über. Also das ist so, ja, so logisch. Klar, hier kann ich jetzt den ruhigen Part nehmen, um einen Scratch zu machen oder den nächsten Beat reinzuknatschen, ja, um zu sagen, okay, jetzt kann ich das nochmal nutzen. Da war das Produzieren für mich völlig nebensächlich. Also das hatte ich nicht einmal im Kopf. Das war wirklich einfach, also das Auflegen war schon für mich immer eine eigene Welt und das war einfach immer Fun und Spaß. Ich habe immer genau gewusst, wo ich was ansetze. Ich habe auch nie Playlisten gehabt. Ich habe immer spontan gespielt. Immer. So war das, ja. 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 In welchen Clubs hast du so gespielt? Hauptsächlich im Münchner Raum. Also da ganz früher. Aber das waren, also, oder anders. Du hast dann als Mixed Music DJ gespielt oder warst du Hip-Hop-DJ oder warst du was? Sowohl als auch. Also ich habe eine Zeit lang auch ein bisschen elektronisch aufgelegt und so ein bisschen Deep und Tech House, das dann aber auch allgemeine House-Sessions gemischt mit Hip-Hop. Hab dann so wahrscheinlich dann vor allem mit der Trist, wie spricht man das aus? Ja, Trust, genau. Trist-Zeit. Ja. Ne, da gab es wahrscheinlich dann schon auch House-Bookings, ne? Genau, da gab es dann mehr die elektronischen Sachen, aber ansonsten zeitlang auch gemischt, zum Großteil aber wirklich Hip-Hop-seitig. Welche, auch jetzt mal ganz stumpf gefragt, welche Auswirkungen hatten deine erfolgreichen Releases auf deine Gagen? Gar keine. Gar keine? Nein. Dafür war mit Sony? Das hat dir nicht interessiert. Also ich sag jetzt mal, wenn du 10 Releases hast bei Ultra, ja, und auf Festivals spielst, dann ist das was anderes. Mhm. Aber wenn du erstmal so 1-2 Titel hast, die so ein bisschen knallen und du dann so die ersten Bookings hast, dann musst du erstmal reinkommen, ein bisschen bekannt werden. Also dafür waren wir einfach nicht bekannt genug. Okay, alles klar. Ja. Habt ihr eine Agentur gehabt? Nein, haben wir alles selber gemacht. Ah ja, okay. Ja. Alles klar. Weil das erlebe ich dann eher häufig, dass dann so die ersten, dadurch, dass du dann ein bisschen Aufmerksamkeit hast in der Release-Welt, dass dann auch eine Booking-Agentur sagt, ach guck mal, das ist ja interessant für uns, die vorher erstmal gesagt hätte, ja nee, das macht für uns keinen Sinn. Und dadurch, dass dann eine Booking-Agentur hinten dran steht, na klar, wenn man halt vorher dieselben Kontakte dann hatte, dann sagen die natürlich, ja Digga, was soll ich denn dir jetzt, du warst doch letzte Woche auch schon da, was soll ich denn dir jetzt mehr Kohle bezahlen, so irgendwie, ne? Ja. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, ja, verstehe ich. Ja. Ja. Spannend. Was mich ganz persönlich interessiert, weil ich es gesehen habe einfach, alter Mainzer Hase, du hast einen DJ Tonka Remix, wie kam das zustande? Der Tonka, der hat ja ganz lange auch in München, im Münchner Raum gelebt. Naja, okay. Hab den vom Auflegen noch gekannt, von den Clubs aus München. Und dann haben wir uns auch privat so ein bisschen geschrieben. Und wir haben uns eigentlich immer ganz gut verstanden. Waren auch immer so auf einer Länge und einer Welle. Waren immer ehrlich zu uns, wenn man Musik gehört hat und Feedback wollte. Und habe gesagt, du, ich habe hier eine Nummer, ich mache jetzt selbst Releases. Hättest du Bock, würdest du machen, interessiert dich der Titel? Und ich sagte, ja, du, klingt voll cool, lass uns machen. Und dann hat er die Nummer gemacht. Sehr cool. Also auch wieder dein Netzwerk-Game. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war in einem Club. Da haben wir irgendwie mal gequatscht. Ich weiß nicht mehr wo. Und dann über, ich glaube, die MixCon in München. Das war so eine Musikmesse, eine kleine. Ja. Da habe ich auch mal so ein bisschen eine kleine Rede gehalten. Da sind wir, glaube ich, auch noch ins Schwätzen gekommen. Aber ich glaube, der erste Kontakt war in einem Club. Ja. Wo du aufgelegt hast oder er aufgelegt hat? Oder? Er hat aufgelegt. Er hat aufgelegt. Ah, ja. Genau. Sehr schön. Ja, cool. Das ist die Mainz-München-Achse. Sehr cool. Ja, ganz toller Kerl. Ja, voll. Ja, und auch also großartiger Producer. Ja, total. Und auch sehr vielfältig. Und total, genau. Liebend, überhaupt nicht abgehoben. Das ist ein wirklich, also wirklich toller Mensch, ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich das in deiner Spotify-Playlist dachte. Ich so, ach, guck mal da. Ja. Witzig. Sehr, sehr cool. Ja. Du hast mir am Telefon kurz erzählt, du hast dich dann dagegen entschieden, Musik hauptberuflich zu machen. Du hättest ja eine Chance da gehabt, irgendwie das zu machen. Wie kam das? Wieso hast du gesagt, nee, meine ich? Nee, nicht dagegen entschieden. Es gab mal die Möglichkeit, mit einem Major zu arbeiten. Hm. Aber die Zusammenarbeit hat sich dann so ein bisschen verworfen, weil man unterschiedliche Meinungen hatte.
Ich gehe mal. Okay, das war die Trust-Geschichte, oder jetzt? Nee, das war von mir selber, als DJ. Ah, okay. Mhm. Genau. Und ich glaube, dass das so ein bisschen daran lag, dass ich vielleicht nicht mehr so formbar war oder bin, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Also ich habe genau gewusst, wo ich hin wollte. Ich habe Vorschläge gemacht, was man vielleicht tun könnte, um das erfolgreicher zu machen oder noch an andere Menschen zu bringen, damit das ein bisschen hochkommt. Und dann hieß es so, ja, nee, so arbeiten wir nicht. Ja. Ich sagte, ja, finde ich schade, weil ich dachte, wir tauschen uns da so ein bisschen aus. Ja. Das sollte ja kein stupides Künstler sein. Du bist Künstler und machst, was wir sagen und tust so, wie es läuft. Dann wäre man ja auch Dienstleister und kein Künstler. Ja, das ist aber heute leider zum Großteil so geworden. Also ja. Wenn du da irgendwie was Größeres unterschreibst, dann hast du schon deine Grenzen, die du einhaltest und musst dich an gewisse Dinge halten, sonst heißt es tschüss. Genau, und deswegen ist ja die Frage, man muss ja als Künstler nicht unbedingt was Großes unterschreiben und du hast dich dagegen entschieden. Ja. Und du hast ja deinen eigenen Weg, du bist ja jetzt Indie-Artist sozusagen, wenn man das jetzt, also unabhängig, Indie, independent, ja. Nicht, dass du Gitarrengeschrammel machst. Und das heißt, du bist ja schon Profi, aber du lebst nicht ausschließlich von Musik, oder wie ist das bei dir? Nee, ich habe einen normalen Job. Du hast einen normalen Job? Genau, und mach die Musik nebenbei. Und wie kriegst du das hin, dass du, obwohl du einen normalen Job hast, trotzdem noch so viel Musik produzierst? Leidenschaft. Also es ist nicht wie nur die viel, Leidenschaft. Wie oft bist du, wie viele Stunden in der Woche ungefähr sitzt du an deiner DAW? Also ich sage jetzt mal täglich eine Stunde. Wow, okay. Ja. Super. Ja. Manchmal natürlich auch nicht. Das ist ja auch immer eine Sache von Kreativität. Du bist nicht immer auf dem gleichen Level, hast auch nicht immer Lust und hast auch nicht immer die Eingebung oder den Flow. Aber ich sage jetzt mal, zu 80% ziehe ich das durch, weil es mich auch ein bisschen befreit. Also das ist so vom Alltag weg, in die Welt der Musik eintauchen, der Klänge, der Töne, der Melodien. Das ist einfach so ein bisschen das Sphärische. Mhm. Da geht man so ein bisschen weg von allem und fährt dann runter und genießt es und dann entstehen dabei auch coole Sachen. Okay, du fährst runter und genießt es und Musik ist für dich dann so, ja, so ein Abschalten. Genau, der Ausgleich, ja. Sehr, sehr cool. Mhm. Das ist total, ich danke dir, dass du das mal so erzählst, weil viele glauben ja immer, um Millionen Spotify-Releases zu haben, müssen sie ihren Job und ihr Leben komplett aufgeben und nur noch nichts anderes als das zu machen. Und deswegen ist es echt mal wertvoll zu hören, hey, ich habe einen normalen Job. Ich habe auch schon die ganze Zeit einen normalen Job irgendwie. Mhm. Und klar, du machst das halt seit 30 Jahren. Mhm. Aber du hast es trotzdem geschafft. Erstens hast du es geschafft, das 30 Jahre lang zu machen. Ja. Und dabei immer noch Spaß zu haben und immer noch dabei abschalten zu können. Ja. Was ja wunderbar in sich schon ist. Aber du hast sogar noch geschafft, dann damit erfolgreich zu sein. Mhm. Und regelmäßig Output zu haben. Und das, obwohl du, ja, eine Stunde am Tag halt Musik machst, so wie andere eine Stunde am Tag Klavier spielen. Ja. Vielen Dank für dieses Framing. Ja. Das ist, glaube ich, für viele Leute einfach echt, echt wertvoll. Jetzt, wenn wir so über deinen Alltag beziehungsweise über die Routine vom Musikmachen sprechen, ich finde es jetzt immer super spannend, so ein bisschen tiefer reinzugehen und mal rauszufinden, wie sieht denn eigentlich so der Prozess von DJ A aus? Mhm. Und der Prozess fängt für mich an bei Inspiration, bei neuen Ideen. Wo kriegst du Inspiration her und wie hältst du die fest? Mhm. Das ist völlig unterschiedlich und es ist auch tagesabhängig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Manchmal, also ich habe auch einen Hund, ich gehe ja regelmäßig mit dem Hund auch raus und ich lebe sehr naturnahe. Und wenn du so einfach mal auch die Ruhe genießt und nichts um dich herum hast und keine Medien und nichts hörst, dann ist es so ein bisschen runterkommen von allen und auftanken und das, was du so im Kopf hast oder auch hörst, ob Spotify oder Fernsehen, was auch immer es ist, sich so ein bisschen leert und frei macht und damit so irgendwie Raum für Neues schafft. Und wenn ich dann zurückkomme und mich dann wirklich ans Keyboard setze, sage ich, okay, einfach mal Augen zu, tief durchatmen und dann suche ich mir so den ersten Ton oder Klang, der mir gefällt. Mhm. Und dann fange ich an, damit zu spielen.
Cool, okay, also du... Ob es Akkord ist, ob es einzelne Melodien oder Anschläge sind, ich probiere einfach und wenn ich merke, ah, jetzt passiert was, jetzt kommt es in eine Richtung, jetzt kommt eine Melodie, jetzt catcht es mich und dann ist es plötzlich, dann ist die erste Melodie drin, dann kommen erstmal vielleicht noch die Drums oder auch viel später, dann kommt eine Bassline, dann kommt nochmal ein Layer drauf und plötzlich explodiert es, dann passiert was. Ja. Manchmal habe ich auch Tage, wo ich mir sage, ich höre irgendeinen Song und dachte, boah, geil, sowas in der Richtung wird mir echt auch mal gefallen. Und dann setze ich mich, ich versuche es zeitnah, je nachdem, wann ich den Titel höre, setze ich mich zeitnah auch ins Studio und sage, okay, irgendwie vielleicht was in die Richtung und es geht vielleicht in die Richtung, aber es entsteht dann trotzdem wieder was Neues, weil es einfach so der Anstoß ist in etwas, was du vielleicht machen wolltest oder machen möchtest, es dann aber woanders hinschwenkt und trotzdem cool wird. Also ja. Es gibt unterschiedliche Varianten von Inspiration. Einfach mal wirklich den Kopf komplett leeren, frei machen, nichts hören, sich mit nichts auseinandersetzen, einfach mal komplett auch leer vom Kopf und nicht nur von der DRW hinsetzen und sagen, lass fließen. Sehr schön, cool. Ja. Genau, das sind die zwei Dinge, die ich jetzt auch gehört habe, ne? Dieses in die Natur gehen, versuchen zu entspannen und leer zu werden, damit du dich dann voll auf was auch immer gerade an Schwingungen und Inspiration da ist, einfach aufnehmen zu können. Ja. Sehr, sehr schön. Und das andere, vielleicht auch von anderen, also Inspiration von außen zu bekommen, also Ideen und dann halt auch schnell, wie du es gerade gesagt hast, an die DAW zu setzen, um das dann auch umzusetzen. Ja. Hast du irgendeine Möglichkeit, das auch, also hältst du das irgendwie auch manchmal bewusst fest? Schreibst du irgendwas auf, wenn du weißt, ich kann jetzt nicht an die DAW? Oder sagst du dann, dann darf es auch wieder gehen und wenn ich dann an der DAW sitze und es nicht mehr da ist, dann ist auch egal. Sowohl als auch, bei dir? Es darf wieder gehen und ist dann halt weg. Oder ich sage, es fasziniert mich so sehr, dass ich mir den Titel vielleicht irgendwie schnell abspeichere im Handy und am Abend wieder aufrufe. Aber ansonsten, ich bin auch so ein bisschen ein Universumsmensch. Ich sage immer, es kommt alles so, wie es kommen soll. Wenn der Song dann weg ist, der mich inspiriert hat, dann ist er weg, dann hat es einen bestimmten Grund gehabt. Also ich bin absolut, genau. Und ansonsten, wenn ich wirklich sage, boah, krass, das muss ich mir nochmal anhören, das ist irgendwie faszinierend, dann speichere ich mir das im Handy und dann kann ich es am Abend wieder abrufen. Sehr schön. Ja. Und dann fängst du typischerweise, also wir haben jetzt die Inspiration, du sitzt an der DAW und lässt fließen und typisch Resat ist, ich fange mit Melodien an. Habe ich das richtig gehört? Ist das typisch Resat? Meistens. Also meistens beginnt das Melodische oder je nachdem wie kurz oder wie lang und dann setzen die Drums ein. Manchmal ist aber auch so, wo ich sage, ich habe jetzt irgendwie eine Beatfolge im Kopf und dann spiele ich die zuerst ein und dann kommt Basslines, Basses und Melodien, genau. Aber zum Großteil beginnen meistens bei mir die Melodien. Sehr schön. Ja. Und wie geht jetzt der typische Prozess von Resat weiter? Jetzt hast du so ein Grundgerüst, nenne ich es mal. Oder beziehungsweise bei uns nennen wir das Ding Prototyp. Mhm. Also so ein Festhalten der Idee. Und wenn du ja sagst, ich mache so eine Stunde am Tag Mucke, dann wirst du wahrscheinlich keinen fertigen Song in der Stunde machen, richtig? Manchmal schon. Manchmal sogar schon. Okay, erzähl mal, also wie geht's weiter nach diesem Prototyp bei dir? Also es ist so, es gibt halt Melodien oder Melodieabfolgen, die mich dann so catchen, wo ich den Rest schon vom Song im Kopf habe. Der ist dann schon fertig. Ja. Da muss ich dann in der DRW nur noch umsetzen. Und da ist dann meistens die Zeit, die am meisten drauf geht, genau die Klänge und Töne und Frequenzen zu finden, die mich faszinieren, dass dann das Ergebnis erscheint, was ich schon im Kopf habe. Ja. Und manchmal setze ich mich hin und spiele was ein und okay, so muss es klingen. Und dann bin ich im Kopf beschäftigt, speichere das Ding und mache am nächsten Tag weiter. Also es gibt immer unterschiedliche Szenarien. Ich bin im Kopf beschäftigt, was meinst du? Bitte? Du sagst, dann bin ich im Kopf beschäftigt und dann speichere ich das ab und dann geht es weiter. Was bedeutet, also was meinst du damit? Genau, ich habe dann mehrere Szenarien, wie der Song enden könnte. Die gehst du im Kopf dann durch, sozusagen. Genau, die gehe ich durch und bin aber noch nicht fix. Und es ist immer so, bevor ich jetzt etwas weitermache, wenn ich weiß, wo es hingehen soll oder wie das Gesamtkonzept enden soll, lasse ich nochmal ruhen,
habe aber das Wichtigste drin, nämlich diese Melodie, die den Song ausmacht. Ja. Und speichere das Ding ab. Dann war ich eine halbe Stunde beschäftigt oder 20 Minuten und dann sage ich, okay, ich lasse das jetzt sacken, setze mich auf die Couch, mache einen ruhigen und mache am nächsten Tag weiter. Mhm, okay. Und dann habe ich sehr Tage, cool, wo ich an einem Samstag 2-3 Songs fertig mache, weil es fließt. Also das ist witzig. Einfach unterschiedlich. Toll. Ja. Wenn wir jetzt weiter im Prozess denken, also du hast jetzt die Grundidee, den Prototyp, beziehungsweise du weißt auch schon, wie es im Kopf, oder du weißt im Kopf schon, wie das Endprodukt sich anhören soll. Mhm. Und dann gehst du weiter und sagst, okay, jetzt arbeite ich die Details aus, die ganzen Sounds zu finden, die dann auch, damit es halt so passt, wie du es im Kopf schon hörst. Ja. Das heißt, da sprechen wir ja über das Thema Sounddesign jetzt in dem Fall, sei es ein selber schrauben oder ein Presets irgendwie passend finden. Hast du so ein, was sind so deine Hacks, um da möglichst schnell zu dem Ergebnis zu kommen, was du im Kopf hast? Keine Hacks. Also ich suche mir das Plugin aus, das mir wahrscheinlich den Sound liefern könnte, den ich suche. Und dann wird gesucht und entweder er ist dabei oder ich muss ihn noch anpassen. Mhm. Oder ich lasse es kurz sein, überlege mir was anderes. Okay, also da höre ich mehrere Hacks. Der erste Hack ist, kenn deine Plugins. Ja. Also du weißt halt schon, welche Plugins eventuell für welchen Sound dann passen. Ja. Der zweite Hack ist, benutze Presets. Und guck mal, findest du irgendwie einen Sound, der 80% so in die Richtung geht, damit du dann noch die letzten 20% schrauben kannst, so wie du es gerade beschrieben hast. Und der dritte Hack ist dann auch zu sagen, sei nicht so steif, weil wenn es halt dann vielleicht doch nicht der passende ist, dann gehst du schnell wieder zu einem anderen Sound auch und kommst dann vielleicht auf ein besseres, anderes Ergebnis. Genau. Super. Ja, das sind die drei Sounddesign-Reset-Hacks, die du jetzt gerade schon genannt hast. Ja, super. Ja. Cool. Ganz kurz zur Orientierung. Wir befinden uns ja gerade im Bereich Sounddesign. Und zwar zwischen Blau- und Lila-Gurt-Niveau. Die meisten Producer, die stochern fast alle im Dunkeln rum und klicken sich so von irgendeinem random Tutorial zum nächsten, weil sie genau zwei Dinge nicht wissen. Die wissen nicht, wo sie stehen und die wissen nicht, welchen Schritt sie als nächstes gehen müssen. Und genau dafür habe ich eine Roadmap entwickelt. Mit der Roadmap erhältst du endlich Klarheit. Du machst erst so ein kurzes Quiz, damit du rausfindest, wo genau du in den unterschiedlichen Producing-Bereichen stehst, also in Sachen Arrangement, Mixdown, Musikalität und Sounddesign. Und anschließend kannst du dann die Roadmap aufschlagen, gucken, wo du stehst und wie dein nächster Schritt genau aussehen kann. Also, klick auf den Link, hol dir das Quiz und hol dir endlich Klarheit. Weiter geht's. Ja, es ist viel ausprobieren und experimentieren und dabei entstehen einfach immer wieder neue Erfahrungen und neue Themen. Man lernt immer dazu, wie in allem. Das ist immer. Ich höre jetzt, du hast ja auch gesagt, du bist ein Universumstyp und du machst dich auch frei, bevor du ins Studio gehst. Das heißt also, für dich ist auch Mindset und auch das, was du vorhin erzählt hast, dieses, ich möchte mich da nicht verbiegen, das ist für dich das ist für dich ein wichtiges Thema, wenn ich das richtig raushöre. Ja. Wie schaffst du das? Oder anders geframed. Ich erlebe das häufig, dass Producer, wenn sie genau das Gleiche machen, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, na, dann suche ich ein Preset und dann und wenn ich dann aber merke, das passt nicht, dann nehme ich was anderes und bin ja und mache mich dann da frei davon, dass es halt genauso sein muss, sondern ich experimentiere viel rum. Mhm. Ich erlebe das häufig, dass die Leute dann irgendwann echt frustriert werden und sagen, ich will ja gar nicht rumexperimentieren, ich will doch das Ergebnis haben. Ja. Was ist deine Einstellung? Was ist deine Haltung? Wieso klappt es für dich so gut, da sich frei zu machen? Erzähl mal. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine persönliche Einstellung zu dem Ganzen. Also ich mache für mich seelisch ganz viel. Ich mache jeden Morgen eine kleine Meditation. Ich gehe ein bisschen in mich. Ich lasse einfach mal alles weg. Ich tue absichtlich privat nicht mehr so viel Musik hören wie früher auch, wenn ich regelmäßig aufgelegt habe, um einfach dem Geist und dem Ohr auch ein bisschen Freiheit zu schenken. Ich meine, wenn du jeden Tag Musik hörst, jeden Tag mit Frequenzen und Audio beschäftigt bist, dann ist das ja auch für die Ohren irgendwann anstrengend. Und was für die Ohren anstrengend ist, irgendwann auch mal für den Kopf anstrengend. Und deswegen ist wirklich so, ich mache auch ab und zu mal Tage, wo ich gar keine Musik höre. Weder im Auto noch abends, außer das, was mal vielleicht in irgendeiner Serie gespielt wird, die ich anschaue. Aber ansonsten einfach so seinen
Weg finden. Also ich finde, für mich persönlich ist wirklich jeden Tag so ein bisschen, wenn es nur 10, 15 Minuten sind, so in sich zu gehen, mal alles wegzulassen und einfach mal so die Ruhe finden und die Mitte. Und wenn ich merke, ich habe Bock, es entsteht nur ein bisschen was oder nicht das, was ich will, dann lasse ich gleich ruhen. Weil ich genau weiß, wenn ich merke, es geht nicht dahin, wo ich gerne möchte, dann zwinge ich mich weiterzumachen aus Pflicht oder ich muss jetzt die Zeit damit verbringen oder sonst was. Und es gibt es bei mir schon lange nicht mehr. Also ich sage, wenn es nicht ist, dann ist nicht. Dann lass sein, gib 2 Tage einfach Ruhe, beschäftige dich mit anderen Dingen, Family, Freizeit, geh zum Grillen, mach irgendwas, geh in die Berge. Ich bin privat auch jedes Wochenende, fast jedes Wochenende in den Bergen auch. Also immer so ein bisschen einen Gegenpol, einen Ausgleich finden. Und das macht mich immer frei. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist echt, ich finde das echt wertvoll. Sehr cool. Okay, also nach dem kleinen Ausflug zu deinem Mindset und was du auch dafür tust, dass dir das ja auch nicht zugeflogen, sondern das ist, da bist du ja aktiv am Formen und am damit leben, am Erleben auch. Mhm. Wieder zurück zu deinem Prozess. Also du hast jetzt die richtigen Sounds gefunden oder die Sounds haben dich gefunden, je nachdem. Und jetzt könnten wir, es passiert natürlich bei dir, weil du schon Profi bist, schon während des Prozesses, aber irgendwann kommt so dieses, okay, ich mache so diesen Feinschliff in Sachen Mixdown und in Sachen Mixdown erstmal, noch gar nicht in Sachen Mastering. Ja. Wie ist da so dein Prozess in Sachen Mixdown? Hast du da irgendwie, ich mache erst das und dann mache ich das? Erzähl mal. Es kommt immer darauf an, wie umfangreich das Projekt ist. Es gibt auch Projekte, die ganz einfach sind und eigentlich wenig Spuren benutzen oder benötigen, um gut zu klingen. Mhm. Wenn es wirklich viele sind, dann packe ich einfach mal so die Drums in eine Gruppe, dann die kurzen Töne in eine und die langen. Also ich kriege einfach so meine Gruppen. Und, aber das ist sehr spannend. Die kurzen Töne und die langen, das ist so eine Aufteilung, die ich noch nicht gehört habe. Das ist zum Beispiel mein Geklimper, ja. Also kürzere Anschläge, Sachen, die ein bisschen prägnanter sind und hervorstechen, die setze ich nach vorne in eine Gruppe und dann gibt es zum Beispiel die Gleitenden, die Pads, die Schönen, die Begleitenden im Hintergrund, Fließenden. Ja. Die packe ich in eine, weil die haben immer alle so einen eigenen Klang, finde ich. Und da stelle ich mir so ein bisschen dann da die Lautstärke pro Gruppe ein und in der Gruppe dann halt für jede Spur. Und ansonsten, da gibt es eigentlich kein festes Rezept. Für mich ist immer ganz wichtig, habe ich herausgefunden und auch von ein paar anderen Profis, die wirklich groß in der Industrie arbeiten, leise. Leises Mixing. Ja. Laut ist immer, war für mich früher als Hip-Hop immer wichtig, es muss krachen, es muss bumsen, die Bude muss wackeln. Aber da kommt keiner drauf, dass das natürlich Frequenzen verfälscht, Töne verfälscht, man die wichtigen Sachen nicht mehr raushört, die im Untergrund wummern, ja. Deswegen gebe ich auch, ich mache jede Woche so ein bisschen ein TikTok live und beantworte Fragen von Leuten, die sowas auch für sowas Interesse haben, wie man so ein bisschen vielleicht mischt oder einen Song gut kreieren kann. Sage ich auch mal, das Allerwichtigste ist, wenn ihr euer Mixing macht es leise. Und zwar auf unterschiedlichen Medien, von Monitorboxen über Monitorkopfhörer, über die AirPods im Auto. Wenn es am Notebook gut klingt, klingt es meistens überall gut. Aber wichtig ist wirklich ein leises Mixing, weil dann hörst du wirklich die feinen Sachen raus, die, wenn du es laut hörst, einfach untergehen und weg sind. Und der es dann wirklich ein bisschen leiser hört, merkt dann, oh hoppala, das ist ja eigentlich viel zu laut, das hört man ja gar nicht mehr. Also deswegen habe ich gelernt, von anderen auch und ein bisschen durch Erfahrung, leises Mixing ist nicht nur gut für den Sound, sondern auch gut für die Ohren auf Dauer. Und es ist einfach die beste Alternative, einen Song schön klingen zu lassen und das herauszuheben, was für den Musiker in dem Moment wichtig ist. Sei es einfach nur eine gleitende Melodie oder ein Geklimper. Vielen Dank fürs Teilen deines Mixdown-Hacks. Ja. Super, cool. Machst du Mastering selbst oder lässt du es irgendwo mastern? Ich sage jetzt mal, kleinere Sachen mache ich selber, aufwendigere Sachen, wo Vocals drin sind, lasse ich mastern. Okay, alles klar. Also rein instrumentale Sachen, die nicht zu aufwendig sind, mache ich selber. Mhm. Und größere Songs, wo dann auch Vocals dabei sind, die dann alleine schon mal 20, 30 Spuren haben,
sage ich, okay, gerade bei Vocals, das ist ja nochmal eine komplett andere Welt auch. Deswegen mache ich zum Beispiel auch nur Musik, ich nehme keine Vocals auf. Wenn ich mit Künstlern arbeite, schicken die mir die fertig gemasterten Themen, gebe ich das an Leute, die damit wirklich tagtäglich beschäftigt sind und die machen das dann. Cool. Ja. Und wie sieht deine Mastering Prozesskette sozusagen aus, typischerweise, also jetzt nicht, es gibt ja jetzt nicht die eine, die alle für alles passt, aber was sind so die Schritte, die du typischerweise im Mastering immer umsetzt? Also als erstes, das Hauptmastering-Tool sind meine Ohren, für mich immer noch bis heute, ist immer noch das Wichtigste und danach folgt das Optische. Ich kenne ja viele, die optisch arbeiten, so laut wie möglich, auf Anschlag, ist ja eine EDM-Szene. Gott sei Dank nicht mehr ganz so heftig heute, aber war ja sehr lange Zeit ganz wichtig. Laut und alles auf Oberschiene für mich war schon immer Dynamik wichtig. Es muss mal leise sein, mal laut sein. Und genau, erst die Ohren, dann ein bisschen optisch. Und dann erfülle ich halt noch die Richtlinien, wie zum Beispiel Digital Audio Mastering von iTunes und so. Die haben ja bestimmte Sachen, die vorgegeben werden. Und daran richte ich mich. Ich gucke dann halt, wo es klippt und wo es nicht klippt, ob alles in Ordnung ist, ob die einzelnen Plugins aufeinander abgestimmt sind. Das ist dann mein Mastering für die einfachen Songs und Themen. Okay, cool. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt ist der Song fertig. Wir sind mit dem Prozess von Inspiration über den Prototyp hin zum Sounddesign und dann Mixdown, am Ende auch Mastering. Ja. Der ist jetzt exportiert, der liegt jetzt da. Wie sieht dein Vertrieb, nenne ich es jetzt mal, aus? Also, was passiert danach mit dem Song, nachdem er jetzt wirklich fertig ist? Rein theoretisch würde ich beginnen, mir Gedanken über das Coverdesign zu machen. Das mache ich auch alles selber. Cool. Dann überlege ich mir, man hat ja immer so 4 bis 5 Wochen Vorlauf, bevor es zum Distributor geht. Mhm. Und ich gebe dem Song immer so 1-2 Monate Vorlauf. In der Zeit habe ich noch die Möglichkeit, mir zu überlegen, wo ich ihn promote, wie ich ihn promote und was ich investieren möchte oder auch kann. Mhm. Ich immer so einfach. Also gute Promo kostet ja auch gut Geld. Mhm. Da muss man sich immer überlegen, mit welcher Folge. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Single mache und das Ding voll rein Butter und es geht richtig gut, was kommt danach? Ja. Also war es das und ich sage dann, ich habe jetzt meine 1.000 Euro dafür ausgegeben für die Single, die lief gut und mache ich noch eine Single und wieder 1.000 oder mache ich eine EP und nehme den Erfolg von der Single so an, dass ich recht kurzzeitig danach im Anschluss eine EP bringe, damit die Leute sehen, da passiert wieder was und dann, also gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich sage jetzt mal, für eine Single, also ich mache selten eine Single, die einfach erstmal nur eine Single ist und dann passiert lange nichts mehr. Ich versuche dann immer im Anschluss ein bisschen was nachzugeben. Ja. Da gehe ich halt an die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also auf jeden Fall die ganzen sozialen Medien. Ich passe die ganzen Grafiken an auf Story-Format, Breitformat, Insta, Facebook, TikTok. Mache dann Kurzvideos bis längere Videos, je nachdem. Und stelle die dann online und dann gucke ich, welche Portale würden das supporten. Da gibt es ja zum Beispiel Grover und andere Seiten, die sagen, okay, schick uns den Song ein, wir schicken das an unsere Playlist-Leute. Ob sie es annehmen oder nicht, ist natürlich nie garantiert. Dann sieht man, was passiert. Okay, aber also da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Du hast ja jetzt gesagt, also erstmal, du investierst in Promotion. Ja. Und da wäre jetzt die Frage, wieso eigentlich? Es ist ja so, also bevor ich selber was rausbringe, biete ich es natürlich meinem Label an. Man freut sich immer. Oh, okay, alles klar. Also, auf jeden Fall, wenn ich der Meinung bin, das könnte ein bisschen was Größeres werden, was guten Anklang findet, suche ich mir mal in meinen Kontakten raus, welches Label dazu zu passen würde. Da guckt man auch immer vom Sound her, wer passt und wer nicht. Und dann guckt man, ob die sagen, okay, ja, haben wir Bock oder nee, ist jetzt nicht so unser Ding. Und wenn es nicht so ist, mache ich selber. Mhm. Wenn du einen Song produzierst, dann ist es so ähnlich, wie wenn du ein Lied im Kopf entwickelt hast, dich in den Wald stellst und das Lied singst. Nur kriegt das eben kein Mensch mit. Mhm. Und Promotion ist einfach in dem Sinne das Thema, dass du sagst, okay,
Du rennst jetzt um den Wald herum und guckst, wie viele Leute da stehen und sagst ihnen, hey, ich habe einen tollen neuen Song kreiert, den würde ich dir gerne vorsingen. Ich sage das mal so banal und einfach. Und das ist nichts anderes als die Promotion. Du möchtest das gerne bekannt machen. Du willst den Leuten zeigen, hey, ich habe hier was Schönes entwickelt, was Schönes komponiert. Hört es euch an oder auch nicht. Und das, jetzt ja. mit deinem Mindset. Ja. Warum interessiert dich das eigentlich, ob andere das hören oder nicht? Warum willst du, dass andere das hören? Also ich teile gerne meine Ideen und meine Errungenschaften oder Dinge, die ich geschaffen habe, mit anderen Menschen. Warum? Und weil es Spaß macht. Aha. Es entsteht Freude. Ja, also ja, ich weiß okay. Meistens. Ja. Es entsteht meistens Freude. Es gibt Leute, die sagen, okay, der Song ist scheiße, das ist nicht mein Ding. Und andere sagen, boah, wie geil ist das denn? Oder wie schön ist dieser Titel? Oder Menschen sagen, hey, der hat mir in einer gewissen Zeit geholfen, etwas durchzustehen. Ja. Oder ja. Ich höre das Ding rauf und runter beim Autofahren, weil es mich so flasht. Und es ist einfach ein Teilen. Und klar mache ich Musik in erster Linie, am ersten Punkt beim Entstehen für mich, weil es mich glücklich macht. Und wenn das Ding fertig ist, denkt man sich, hey, wenn es mich glücklich macht, vielleicht gefällt es anderen Menschen auch. Ja. Und deswegen denke ich an dem Punkt an Promotion, um zu sagen, hey, teil doch das Ding einfach mal. Guck mal, wen es interessiert, wer Bock drauf hat, wer es gerne hört. Und natürlich, wenn andere Menschen es gerne hören und du das mitkriegst, ist es ja für dich auch ein schönes Gefühl und eine Bestätigung, dass du es richtig gemacht hast für andere Menschen. Es ist eine Bestätigung und, also für dich ist es eine Bestätigung und vor allem für dich ist es aber auch, wenn ich das richtig gehört habe, ein Multiplizieren der Freude. Ja. Also du hattest Freude beim Entstehen und Spaß auch dabei. Ja. Und das wäre an sich für sich schon gut, aber du sagst, ey, das ist wertvoll, ich investiere sogar Geld da rein, um die Freude für andere nochmal zu multiplizieren. Ja. Und letztendlich damit auch irgendwie einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Ja, schön. Klar, logisch. Cool. Okay. Und dann investierst du, deswegen schön, dass du auch mal eine Zahl genannt hast, die größer als 10 Euro sind, was viele glauben irgendwie, ne? So, da muss ich bestimmt auch nochmal 10 Euro für Instagram-Werbung ausgeben. Mhm. Das heißt, du kennst dich aus, du weißt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja. Und eine Sache, die für dich funktioniert in der Vergangenheit hat, ist dieses Thema Bemusterung, also Playlist-Bemusterung, sei es Grover oder Submit Hub oder wie auch immer die Plattformen heißen. Mhm. Und welche Sachen funktionieren deiner Erfahrung nach noch? Auf jeden Fall das Teilen mit seiner Community, mit den Leuten, die dir schon in sozialen Medien folgen. Andere Musiker und DJs, die sagen, hey, ist cool, teile ich gerne. Ich mache das auch immer wieder für andere Leute, die sagen, du pass auf, ich habe hier einen neuen Song draußen, der erscheint nächste Woche, kannst du den vorab schon speichern. Dann würde ich zum Beispiel im Ranking steigen. Hey, gar kein Thema, mache ich, ist eine coole Nummer. Also das gegenseitige Supporten auch unter Musikern, unter Künstlern, finde ich, ist auch immer noch ein großer, wichtiger Punkt. Und das auf einer persönlichen Ebene, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Nicht ein Post hier, save my song, sondern, ey Christian, wie geht's, Alter? Lange nichts gehört, mein neuer Song kommt. Und dann natürlich, das ist ja ein Geben und Nehmen. Wahrscheinlich würdest du jederzeit, wenn Christian dich anhaut, seinen Song ja auch speichern. Ne? Ja, logisch. Und das andere Thema ist, wenn das hier dann die Leute sehen oder hören, wenn man sowas postet, sollte man nie so ein bisschen in, ich sag jetzt mal, Befehlston sagen, hey, save my song, sondern hört ihn euch an, wenn er euch gefällt, wäre es schön. Ja, man sollte immer so ein bisschen offen lassen, also dem Hörer oder demjenigen, dem man es anbietet, immer die Option lassen, ob er das möchte oder nicht. Weil wenn ich sage, hey, das ist mein neuer Titel, den müsst ihr speichern und vielen Dank, dann ist es so, du machst das jetzt und dann war es das, ja. Und damit, glaube ich, fühlen sich viele Menschen so ein bisschen, was will der denn schon wieder, ja? Oder warum muss ich das jetzt speichern? Also es gibt nicht viele Menschen, die da offen sind und sagen, ja, ich reagiere drauf oder nicht. Es gibt viele Leute, die auch sagen, der Ton gefällt mir einfach nicht. Also psychologisch und menschlich. Und das ist ein bisschen. Das ist wieder DJ A, das ist wieder das ist wieder Resat. Ja. Dein Marketing sieht so aus. Es gibt andere, die machen das anders. Und dir ist es halt eben wichtig, diesen Ton zu treffen.
Ja. Und ich bin ja der Meinung, Marketing hat letztendlich einen Grund, nämlich Verbindungen mit anderen herzustellen. Ja. Und du möchtest ja nicht nur Verbindungen mit irgendwelchen Leuten herstellen, du möchtest Verbindungen mit den Leuten herstellen, die dann auch deine Musik und dein Künstlerprofil quasi auch gut finden. Ja. Und da ist es dann eben wichtig, die Sprache zu sprechen. Und deine Sprache ist eben dieses, nicht, ich schieb dir das nicht in den Hals rein, hier, nimm meine Musik und schluck sie runter, sondern du sagst halt, ey, hier ist echt was Schönes und ich teile das mit euch. Ja. Und dann fangen sich in diesem Netz Leute und sagen, oh ja, da knüpfe ich an, da mache ich eine Verbindung. Oh, tolle Musik, vielen Dank, Resat. Und das funktioniert für dich. Ja, also das ist für mich immer der wichtigste Punkt. Ehrlichkeit, Menschlichkeit und Emotion. Das ist immer alles, was zusammenfließt. Man muss ja immer denken, jeder Mensch trägt sein Paket. Du weißt nie, wie der Tag des anderen war. Und wenn du dann so eine Post oder eine Message raushaust, neuer Song, speicher mal, dann, wenn der einen schlechten Tag hat, dann ist das völlig vorbei. Und das interessiert ihn auch gar nicht. Ja. Wenn du das schön formulierst, dann kann das vielleicht sogar dem den Tag eventuell retten, dem er sagt, ja, okay, hör mal halt mal rein und dann findet er das cool und dann hat er noch irgendwie einen Ausgleich gehabt. Also ich finde immer, also das bin halt ich. Also deswegen sage ich authentisch und ehrlich, das ist meine Art und Weise mit dem Umgang meines Gegenüber, immer mit Achtung, mit Respekt, mit Dankbarkeit und immer zu sagen, es würde mich freuen, hört einfach mal rein, wenn ihr Spaß dran habt. Es ist natürlich cool, wenn ihr das Ding speichert oder teilt oder was auch immer. Und somit bleibt denen immer die freie Wahl zu sagen, ja, habe ich Lust drauf, klingt gut. Selbstverständlich, klingt freundlich. Also das ist immer so für mich der wichtigste Punkt. Genau, und damit bin ich sicher, ziehst du auch genau die Menschen an, die du anziehen möchtest und die dann auch zu deiner Musik passen. Ja. Gibt es, du bist ja jetzt tief im Social Media Game drin mit deinem Livestream auf TikTok und auf allen Plattformen und YouTube mit irgendwelchen Star Wars Remakes und also wirklich, wirklich auf allen Plattformen aktiv. Ja. Welche von denen ist für dich fürs Musikreleasen aktuell die wichtigste? Schwierig. Also neben Spotify, klar, weil das ist das, wo es konsumiert wird wahrscheinlich. Also zum Veröffentlichen sind ganz klar die Online-Streaming-Plattformen wichtig. Zum Bewerben oder zum drüber sprechen, würde ich sagen, sind alle Plattformen, ich sage jetzt mal bis auf Facebook, das hat so ein bisschen den Glanz verloren, aber so Insta, TikTok, YouTube, viele machen auch Twitch, da bin ich noch nicht so bewandert, da habe ich mich noch nicht so reingefunden. Aber ich würde jetzt mal sagen, eigentlich fast alle sozialen Medien, in denen man aktiv unterwegs ist, sind wichtig. Ich würde die alle im gleichen Maße... Sind für dich auch ungefähr gleich im gleichen Maße bespielen, genau. Mhm. Und, okay. Weil jede Plattform hat andere Menschen, andere Reaktionen, andere Präferenzen. Also der eine präferiert eher einen Sound, der auf YouTube läuft. Der andere hört sich das lieber auf TikTok an. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und User. Deswegen habe ich jetzt persönlich nichts, wo ich sage, das ist so mein wichtigster Kanal. Okay, super, cool. Das ist ja eine spannende, wichtige Erkenntnis. Cool. Ja. Danke auch da fürs Teilen. Wenn du Promotion machst, machst du auch bezahlte Posts in irgendeiner Form auf Plattformen? Ja, mache ich auch. Und das auch auf TikTok und Instagram? Und auch YouTube oder nur auf irgendwelchen bestimmten Plattformen? Bisher auf TikTok und Instagram habe ich das gemacht. Auch mal auf Facebook für die Artist-Seiten. Auf YouTube noch nicht. Und die haben, das ist auch sehr, also ist ungewöhnlich auf YouTube. Deswegen, also spannend, das bestätigst du quasi da. Wie ist dein Call to Action da typischerweise? Also, oder beziehungsweise, was machst du für bezahlte Posts? Wie sieht so ein Post aus? Unterschiedlich. Also, ich probiere auch immer wieder was aus, weil es unterschiedliche Reaktionen gibt mit unterschiedlichen Einstellungen. Das ist ja eine ganze Welt für sich. Manchmal mache ich einfach nur Posts mit dem Call to Action, sich das Profil von mir anzusehen, um da eben zu gucken, wie viele Leute gehen drauf, hören die sich noch mehr an, was in dem Profil ist. Dann mache ich Call-to-Actions eben mit diesem Wonderlink, wo dann alles gleich zu finden ist, von
Soundcloud über Spotify und manchmal auch einen Call to Action, der direkt zum Song auf Spotify führt oder zu Apple Music. Und probiere so ein bisschen aus. Da nehme ich dann auch keine riesen Budgets, sondern sage jetzt mal, ich mache jetzt für 5 Tage 30, 40 Euro und gucke, was passiert mit der Werbung zu dem Link. Was kommt besser an? Was nehmen die Leute eher an oder womit fühlen sie sich wohler? Und das probiere ich auch immer wieder aus und ich sehe, okay, da funktioniert es ganz gut. Dann nehme ich das nochmal her, nehme ein bisschen mehr Budget und lasse es ein bisschen länger laufen und dann passiert da einfach mehr. 30, 40 Euro für die 5 Tage insgesamt oder pro Tag? Nee, für die 5 Tage insgesamt. Okay, alles klar. Genau. Ja, das ist dann nur damit wir es gut einordnen können, was du da erfahrungsgemäß so machst. Ja, das ist einfach so mal so ein Test. Jeder macht es natürlich anders und ist auch anders in die Sachen involviert und vielleicht auch viel besser. Natürlich, es gibt ganze Agenturen, die machen nichts anderes den ganzen Tag. Na klar. Für mich persönlich, zum Ausprobieren hat das immer ganz gut geklappt und dementsprechend habe ich rausgefunden, wo ich dann was am besten nutzen kann. Sehr cool. Und alles dann letztendlich mit dem Ergebnis, deine Streaming-Zahlen zu erhöhen, aber wenn man noch weiter denkt, eigentlich geht es auch nicht darum, sondern eigentlich geht es dir darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Genau, möglichst viele Menschen zu erreichen, vor allen Dingen die richtigen Menschen für den Sound, den ich mache. Ja. Und natürlich, das ist für jeden Künstler wichtig, auch Streaming-Zahlen zu erreichen, um eben vielleicht das, was rausgegangen ist, wieder so ein bisschen reinzubekommen, einen Ausgleich zu finden. Und ich meine, niemand weiß es, wenn es gut läuft und dann wirklich viele Menschen erreicht, auch mal irgendwann davon zu leben. Legst du noch auf? Aktuell nicht. Okay. Also so ein knappes Jahr lege ich kaum noch auf. Ich lege einen speziellen Sound auf. Ich habe mittlerweile gesagt, lege nur noch das auf, worauf ich Bock habe. Das ist 90er Hip-Hop, R&B und Soul, Anfang der 2000er, gemischt mit Klassikern wie Jackson, Prince und solche Sachen. Ja. Und wenn die sagen, nee, ist nicht, dann ist es halt nicht. Also ich muss das nicht haben. Also ich muss mich nicht zwingen, irgendwas aufzulegen, um gewisse Leute glücklich zu machen. Ich sage immer, wer mich bucht, bucht mich mit dem Sound und der weiß dann auch, dass er das Publikum dafür hat, dann passt es. Und die Zeit, die ich nicht auflege, bin ich dann im Studio. Ja, ja, voll. Ja, sehr cool. Wenn ich habe so eine typische Frage, die ich viele Gäste frage. Und wenn ich dir jetzt diese Frage stellen würde, dann kann ich mir schon vorstellen, wie die Antwort lautet. Deswegen versuche ich es ein bisschen zu framen. Es geht darum, ich frage typischerweise, was ist in der Vergangenheit, was sind in der Vergangenheit Fehler gewesen, die du heute besser weißt, wo du weißt, das würde ich heute anders machen. Jetzt weiß ich nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass mit deiner Einstellung wahrscheinlich sowas kommt wie, naja, alle Fehler haben mich irgendwie hierher geführt, weil du hast ja einfach so eine sehr holistische und universumsgetriebene Einstellung. Und trotzdem, selbst mit dem Hintergrund, du bist ja jetzt einfach jemand, der sehr viel Erfahrung hat. Was würdest du mit dieser großen Erfahrung jemanden wie dir vor 30 Jahren raten? Also es ist eigentlich, wie du auch gesagt hast, der erste Punkt ist, Fehler sind wichtig, sonst lernst du nichts im Leben und kommst auch nicht weiter, weil passiert da sonst nichts. Der nächste Punkt ist, Menschen, Vertrauen und Kontakte. Also wenn du Menschen kontaktierst und denen schreibst, in der Hoffnung, dass man zusammenarbeitet und du den 10, 15, 20 Mal schreibst und immer noch keine Antwort kriegst, das fang gar nicht erst an. Wenn du 2, 3 Mal jemanden schreibst und der Mensch reagiert nicht, lass es sein, dann soll der nicht in deinem Leben sein. Ja. Jeder hat natürlich die Möglichkeit, mit Respekt seinem Gegenüber zu treten und zu sagen, hey, ist nicht für uns oder wir können nicht zusammenarbeiten oder ich habe keine Zeit oder gerade geht's nicht. Aber wenn jemand überhaupt auf gar nichts reagierst, investierst du deine persönliche Zeit und dein Engagement in eine E-Mail, einen Anruf, ein Telefonat oder einen Termin in jemanden, der es dann letztendlich nicht wert ist, deine Zeit zu bekommen, weil das nicht achtet, nicht respektiert. Also merke dir, wenn du jemanden versuchst zu kontaktieren oder zu schreiben und es passiert nach einer gewissen Zeit nichts, lass es einfach sein, weil es schadet um die Zeit. Ja.
Und der letzte Punkt würde ich sagen, wenn dir irgendjemand aus der Musikindustrie sagt, das ist nichts für uns, das wird keinen Erfolg haben oder es hat keinen Sinn oder es ist keine Musik, mit der man was anfangen kann, drauf geh. Piep. Ist egal, genau, piep, mach dein Ding, weil so wie es bei mir auch ist, in erster Linie machst du Musik für dich, die soll dich begeistern und wenn sie fertig ist und du der Meinung bist, du willst das Ding gern öffentlich machen, dann mach es. Du kannst unabhängig vom Selbstreleasen auch erstmal alles auf Soundcloud stellen, da ist das alles kostenfrei, da kannst du auch sehen, was passiert mit deinem Song, kommt er an, ist der gern gehört, einfach raus, also das war so ein Spruch von Dave Grohl, ja. Mhm. Der Drummer von Nirvana, der mittlerweile der Frontmann von Foo Fighters ist. Kein Label der Welt hat das Recht, deine Musik zu kritisieren und runterzumachen. Wer sind die, dass sie sich das herausnehmen? Dieser Spruch ist bei mir so eingebrannt gewesen in diesem Interview, dass ich das zusätzlich auch zu meinem, eins der wichtigsten Punkte gemacht. Zu den Erkenntnissen. Ja, zu den Erkenntnissen. Und da hat einfach so recht. Niemand kann dir vorschreiben, ob der Song gut ist oder nicht. Das ist dein persönliches Empfinden. Das bleibt Geschmackssache. Deadmau5 hat auch mal gesagt, wenn du deine Musik online stellst, es gibt nur eine Person, die das anhört und gut findest, dann hast du genau das erreicht, was du wolltest, in dem Moment, wo du es online gestellt hast. Sehr cool. Vielen Dank fürs Teilen. Ja. Ich würde so ein bisschen feiner auflösen wollen noch. Gerne. Selbstverständlich dürfen die sagen, das ist nichts für uns. Und das bedeutet aber nicht, dass es deswegen keinen Erfolg haben muss. Richtig. Es gibt aber auch Labels, die sagen, dass es keinen Erfolg haben wird. Ja. Richtig, genau. Und das braucht mir keiner zu erzählen. Genau. Ja, genau. Und so eine Aussage ist einfach falsch und auch nicht professionell, richtig, finde ich persönlich. Nee. Aber, genau. Ich sage lieber, das ist nichts für uns. Das höre ich mittlerweile in letzter Zeit öfter. Das ist schon eher eine Antwort, die man einem Künstler geben kann. Ja. Aber früher gab es das auch ganz oft. Ich meine, früher gab es keine E-Mails. Wir sind hingegangen zu den Labels, haben gemacht, auf den Tisch gelegt. Ja. Und da hast du ja Geschichten gehört, wo du sagst, oh, und das nicht. Und ihr wisst ja, ein Künstler muss auch irgendwie aussehen und sich verkaufen und vermarkten. Ja. Die 90er. Es ist immer irgendwie alles Marketing. Wie schaut der aus? Wie kommt der an? Da muss ich mal singen können. Da haben wir ein Autotune drauf. All solche Sachen sind völlig unwichtig, wenn du deine Musik selbst magst und überzeugt davon bist. Hol dir Meinungen von Freunden ein, geh in irgendwelche Communities über Discord, wo sich Musiker treffen, unterhalten, sich austauschen. Ja. Und wenn du dann überzeugt bist, gib das Ding online, der Rest ist wurscht. Und dann würde ich sagen, sei ruhig offen für Kritik. Natürlich. Also nicht sagen, jeder darf meine Musik kritisieren aus seiner persönlichen Wahrnehmung raus und jeder darf sagen, das gefällt mir nicht und das würde ich anders machen und da würde ich auch nochmal genauer hinhören. Und dann kannst du natürlich die Scheuklappen zumachen und sagen, nee, du bist blöd, du hast keine Ahnung, ist alles perfekt. Ja, wenn das so ist, dann kann es sein, dass deine Musik sich nicht weiterentwickeln will oder du bist halt offen und sagst und hörst zu, ohne dass du dich davon verurteilen lässt und sagst, ich bin schlecht und ich mache irgendwas falsch und dann sagen, vielen Dank. Ich höre da nochmal rein und vielleicht bin ich auch gar nicht einverstanden. Ja. Also ein Freund von mir hat gesagt, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Mhm. Also wirklich zuzuhören und zu verstehen, was meint derjenige. Und dann kann ich damit immer noch nicht einverstanden sein und sagen, ich mache es aber extra mit so viel Bass. Oder zu sagen, stimmt, da ist irgendwas dran. Da würde ich mich vielleicht nochmal, da lohnt es sich, mich nochmal hinzusetzen und an meinem Bass zu schrauben. Ja, das ist ja das, was ich meine. Also ich habe ja jeden Donnerstag Song-Reactions und höre mir gerne Songs von Leuten an, die in die Industrie einsteigen oder auch länger dabei sind, einfach mal eine Meinung haben wollen. Und das ist immer das Thema, wie geht man mit seinem Gegenüber um? Wenn dir ein Label jetzt sagt, kein Interesse, weil das Ding hat keinen Erfolg, dann ist es eine Watschen. Eine völlig unprofessionelle und ohne Kritik und ohne irgendein Feedback erwatschen. Einfach erwatschen. Wenn du jetzt sagst, pass auf, nach meiner persönlichen Meinung würde ich vielleicht ein bisschen das Arrangement ändern. Und das sage ich bei jedem Song. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, genau. Die ist nicht die Meinung der Welt und aller Musiker auf dieser Welt oder Labels, sondern das ist mein persönliches Empfinden. Hier sehe ich zum Beispiel, dass das Ding ein bisschen klippt. Mach es ein bisschen runter oder vielleicht ein bisschen leiser, damit es sauberer auf den Markt gehen kann. Ja? Mach die Vocals ein bisschen lauter, verändere ein paar Kleinigkeiten. Das ist nur ein Tipp. Das ist meine persönliche Meinung. Das sage ich auch immer dazu. Das ist ganz wichtig.
Weil hier geht es nicht darum zu sagen, hey, das Ding ist scheiße, du musst es neu produzieren, sondern einfach zu sagen, hey, das ist deine Vision, ich finde die Idee ziemlich cool, ich würde vielleicht das und das noch ein bisschen anpassen oder ändern. Ob er es dann macht oder nicht, ist natürlich seine Sache. Es geht ja in dem Moment nur, dass er mal eine Meinung von jemand anderem hat, wie er den Song findet und das einfach auf einer neutralen und diplomatischen Ebene. Super. Cool. Ja, das finde ich immer wenn wichtig. Wir über Entwicklung, Kritik und vielleicht auch Selbstreflexion so sprechen. Ja. Was ist eigentlich so ein Bereich, wo DJ A noch Bock hat, mehr dazu zu lernen? Mastering ja. An sich vielleicht. Ja, das würde mich noch interessieren. Gibt es ja was im Speziellen, was dich im Thema Mastering fasziniert oder wo du gerne mehr wissen würdest? Komplett von vorn bis hinten. Einfach okay. Nochmal in die Tiefe der Technik einsteigen und zu sagen, hey, warum muss hier was gedreht werden? Warum ist das eine falsche Frequenz? Warum muss das leiser höher? Warum muss hier ein Limiter rein oder sonst was? Also an gewissen Stellen zu wissen, den Hintergrund dazu und wie kann ich dann wirklich, wie zum Beispiel auch bei Vocals umsetzen? Ist ja, Mastering ist ja ein komplett eigener Job. Sind ja komplett eigene Studios, die ganz anders aufgebaut sind. Und das wird mich noch reizen. Sehr cool. Vielen Dank. Rezat, ich finde, jetzt sind wir einmal wirklich deinen gesamten Werdegang so einmal durch, inklusive reinzoomen in deinen Prozess und noch die Aussicht auf die Zukunft mit Sachen, die du noch lernen möchtest. Ja. Wo finden wir dich? Ich habe gehört, Livestreams auf TikTok. Mhm. Wie können wir dich am besten unterstützen und finden und uns mit dir verbinden? Also ich würde sagen, ich habe auch eine Website, da sind alle sozialen Medien verlinkt. Da kann man gerne draufklicken und das verfolgen. Es kommt jetzt ab August noch ein, zwei neue Projekte dazu. Ich habe ein eigenes kleines Label, das nennt sich der AR Entertainment. Also ist immer irgendwo ein bisschen ein R drin von mir. Ja. Und, da kann man auch gerne draufschauen. Da wird es dann bald neue Releases geben. In Richtung Lo-Fi-Sounds. Oh, cool. Mhm. Ja, und genau, also wenn man so einer meiner sozialen Medien folgt, da poste ich regelmäßig unterschiedliche Themen eben von anderen Künstlern, meinem Label oder die Musik, die ich so mache oder auch Remixes, die ich einfach so online stelle, weil ich Bock drauf habe. Da ist man eigentlich immer auf dem Laufenden. Gerne auch bei TikTok, da kann man sich auch unterhalten ein bisschen mit mir dann bei den Livestreams Donnerstag und Freitag. Einfach folgen, einfach gucken, was so passiert. Genau. Wir werden die Links unten, die schickst du mir, dann werden wir die unten noch posten. Also kann man jederzeit nachlesen. Ja. Und zum Abschluss, Rezat, habe ich immer so eine Tim Ferriss-Frage, also eine Frage von Tim Ferriss geklaut. Aber ich finde sie einfach schön, um so einen Podcast abzuschließen. Ja. Wenn du, egal wo auf der Welt, eine riesige Werbetafel aufstellen dürftest, was würdest, wo würde die stehen und was würdest du draufschreiben? Boah, harte Frage. Werbetafel. Ha. Ich glaube, ich würde echt sowas wie den Big Apple nehmen. Mhm. Und würde einfach wirklich, ich habe so eine Playlist auch auf Spotify von mir, die bunt gemischt ist, die nennt sich auch einfach Just Music. Einfach Musik. Just Music. Just Music und mit einem Link dazu, dass man weiß, ja. Man muss da ja ist der Businessman mit drin. Music, ja. Dass man einfach nur so ein bisschen einen Weg hat, wer und warum und wieso. Aber das, glaube ich, wäre einfach der Slogan, weil es ist ja nichts anderes. Es ist einfach Musik, was wir machen. Und was gehört. Rezat, Just Music. Just Music. Vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank. Schön war's. Hat mich sehr gefreut.